Leben heißt Veränderung, denn im Leben ändert sich immer irgendwas. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem kleinen speziellen Infovideo von eurem Alpha-Yoshi. Yoshi! Ja, dieses Video geht ganz besonders an meine YouTube-Zuschauer, die ja selten bei Twitch dabei sind oder auf meinem Discord oder das gar nicht mitbekommen haben. Ich möchte euch gerne erklären, was denn in letzter Zeit los war bei mir. Denn einige haben mich schon gefragt, wie kommt es, dass du in letzter Zeit so zurückgezogen bist? Warum trifft man dich nicht mehr so oft an? Oder warum machst du momentan so unregelmäßig Videos? Ja, ihr Lieben, das möchte ich euch natürlich gerne erklären. Also setzt euch hin, schaut zu, futtert so viel Obst, wie ihr futtern könnt und schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Ihr müsst dazu wissen, dass sich bei mir im Berufsleben einiges verändert hat. Ich habe ziemliche Frustattacken durch meine Arbeit bekommen, weil meine Arbeit gefällt mir schon seit längerem nicht mehr und ich habe einen Wechsel in Betracht gezogen. Und zwar ging es darum, dass ich einen Abteilungswechsel schon seit längerem vor mir hatte. Nur das Ganze umzusetzen war nicht sehr einfach. Ich habe sehr lange warten müssen, auch sehr geduldig sein müssen vor allem, und das war für mich sehr nervenaufreibend. Bei mir ist halt viel passiert im auf der Arbeit, und das hat mich wirklich sehr gestresst und es war auch nicht einfach für mich, damit klarzukommen. Das hat natürlich auch auf meine Laune geschlagen und ich habe mich dementsprechend auch zurückgezogen, weil ich nicht wollte, dass ihr das abbekommt. Ich hatte natürlich dementsprechend auch weniger Lust, Videos zu machen. Livestreams habe ich zwischendurch immer gemacht. Gerade meine spontanen Chill-Streams, einfach um runterzukommen, um ein bisschen abzuschalten, ne, dass ich mich dann wirklich ein bisschen mehr auf das Streaming konzentriert habe. Wie ich aber auch schon mal in einem Infovideo sagte, werde ich jetzt auch mehr auf Live-Sachen gehen, weil ich für Videos einfach nicht genug Zeit habe. Aber keine Sorge, es wird weiterhin Videos geben. Ich wollte euch halt einfach nur erklären, wieso, weshalb, warum die Parts in letzter Zeit so unregelmäßig kamen. Es lag einfach daran, dass ich es entweder vergessen hatte oder ich keinen Kopf hatte, neue Videos aufzunehmen. Das ist jetzt natürlich vorbei, denn ich habe meinen Abteilungswechsel endlich durch. Mir geht es seitdem auch wieder sehr viel besser, weil ich diesen ganzen Stress nicht mehr um mich herum habe. Und man kann sagen, Drake is back. Ich habe euch ja auch erzählt gehabt, dass ich ja beim guten Klusuke im Urlaub war. Das habe ich vergessen, gerade allerdings hier auch auf YouTube zu erwähnen. Ich wollte eigentlich ein Infovideo machen, aber ich habe es nicht mehr geschafft zeitlich. I'm so sorry. Deswegen gab es nämlich letzte Woche auch keine Videos mehr. Denn ich habe keine Reserven mehr gehabt. Ich habe keine Zeit gehabt, welche aufzunehmen, beziehungsweise auch keine Motivation dazu. Und dementsprechend habe ich es vernachlässigt. I'm so sorry. Aber ich verspreche euch, ab nächste Woche gibt es wieder Videos. Weil jetzt bin ich wieder zu Hause aus meinem Urlaub. Und habe am Wochenende dann natürlich auch Zeit, wieder neue Videos für euch aufzunehmen. Ich darf euch übrigens schon mal verraten, der gute Klusuke und ich haben es geschafft, unser gemeinsames Let's Play Donkey Kong Country für Super Nintendo, den ersten Teil also, tatsächlich aufzunehmen. Und diesmal, wie es aussieht, auch fehlerfrei. Wollen wir hoffen, dass es auch so geblieben ist. Wir haben schon ein bisschen reingeguckt. Es sah bisher gut aus, aber ihr wisst ja, technische Pannen können immer passieren. Aber wir hoffen, dass das endlich mal kommt und ihr nach Star Wars eventuell schon das Projekt zu sehen bekommt. Also, freut euch drauf. Mit Star Wars wird es dann, wie gesagt, in der ersten Maiwoche dann gleich direkt weitergehen. Allerdings muss ich euch dazu sagen, dass ich auch für die Twitch-Zuschauer eine kleine schlechte Nachricht habe. Denn der Drake-Sonntag am 28. April und am 5. Mai werden ausfallen. Grund dafür ist, der gute El Drago veranstaltet nämlich ein kleines Event und da möchte ich gerne dabei sein. Und da das über den ganzen Tag geht, möchte ich dann auch nicht reingrätschen, indem ich selber streame. Das mache ich für gewöhnlich normalerweise nicht, dass ich meine Streams deswegen ausfallen lasse, aber ich möchte den guten Drago gerne dabei supporten. Und daher habe ich beschlossen, dass der Drake-Sonntag diese Woche ausfallen wird. Die Woche darauf bin ich nämlich übrigens tatsächlich auch selber beim guten Drago. Ich mache nämlich nochmal ein paar Tage Urlaub bei ihm. Ja, Urlaubszeit momentan beim Alpha-Yoshi. Brückentage sind was Schönes, sag ich euch. Und auch deswegen werde ich dann auch nicht in der Lage sein, dann einen Drake-Sonntag zu machen. Denn ich werde nämlich erst an dem Tag wieder zurückkommen, am 5. Und da das wahrscheinlich erst gegen Abend sein wird, werde ich zu kaputt sein, um dann noch einen Stream machen zu wollen. Und ich sag ganz ehrlich, ich möchte meinen Urlaub dann auch ein bisschen genießen, ohne ans Let's Playen oder Livestream zu denken. Ich hoffe, ihr könnt das auch verstehen. Aber keine Sorge, ab dem 12. Mai gibt es dann den ganz gewöhnlichen Drake-Sonntag. So wie immer. Und dann setzen wir natürlich Super Luigi Galaxy fort. Nicht zu vergessen meine spontanen Chill-Projekte, wo ihr mir ja auch natürlich jederzeit zuschauen könnt. Sprich, wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt, klickt die Videobeschreibung auf. Ihr wisst ja, mein Facebook-Link und meine Twitter-Seite ist dort. Und dort drüber halte ich euch eh immer auf den neuesten Stand. Aber nun wisst ihr auch, warum ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe, warum es immer weniger gab. Aber ich verspreche euch, jetzt, wo das Ganze endlich hinter mir liegt, werde ich mich wieder reinknien und euch wieder ordentlich zum Lachen bringen. Versprochen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Falls doch, tut's mir leid, aber dann werdet ihr das spätestens über Twitter oder Facebook erfahren.
Also ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch, ja, schon mal im Voraus ein schönes Mai-Wochenende. Oder, ja, einen schönen Mai-Feiertag, was auch immer. Und damit sage ich, bis zum nächsten Video. Bye-bye oder nächsten Livestream. Euer Drake. Yahoo!